Die größte Pflicht für die Frau in der Ehe, dass sie ihrem Mann gehorcht. Das ist die größte Pflicht, liebe Geschwister, in einer Ehe. Und ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, warum eine Ehe yani harmonisch sein kann, wenn die Frau ihrem Mann gehorcht. Natürlich in den guten Dingen, nicht in Haram. Wenn ihr sagt, komm, lass uns aus Liebe zusammen Selbstmord machen, lass mal einen rauchen, ja, keine Gehorsamkeit. Aber in all den anderen Sachen sagt sie Sami'na wa ata'na. Genauso wie der Mann, wenn er auf Reise ist mit Brüdern und die haben einen Emir bestimmt. Er muss gehorchen. Oder an der Front oder wo auch immer, oder in einem islamischen Staat. Du musst gehorchen. Das ist keine andere Wahl. Genauso ist das in einer Ehe. Yani, das ist sehr, sehr wichtig, dass yani der Mann sollte natürlich auch in den wichtigen Sachen mit der Frau beraten. Ja, ist auch von der Sunna und ist auch richtig und gut, mit der Frau zu beraten. Aber das letzte Wort muss der Mann haben. Ja, ein Auto können nicht zwei Leute gleichzeitig fahren. Oder ein Schiff oder was auch immer. Ja, es muss, damit es wirklich eine, diese Ehe funktioniert, muss es so sein, dass die Frau ihrem Mann gehorcht. Und eine Familie, wo die Frau die Hosen anhat, die sind niemals glücklich. Und ich kenne einige Familien. Niemals sind die glücklich. Die haben nur Probleme und Streit. Ja, weil Allah Azza wa Jalla hat diese Aufgabe dem Mann gegeben. Allgemein, yani, diese Ehen, in der yani, die Frauen alles bestimmen, die Kasse bestimmen und alles bestimmen. Ja, gibt es viele Familien, leider ist leider so. Der Vater hat nichts zu kamellen. Natürlich, yani, andersrum ist es auch falsch. Der darf auch kein Tyrann sein, kein Ungerechter. Es gibt leider viele Brüder oder Männer, die sind zu Hause, ist er wie ein Waschlappen. Leider. Zu Hause ist er nichts wert. Seine Frau kommt, wo warst du? Plack, plack, setzt sich hin. Der hat nichts zu kamellen, Miskin. Aber der kommt in die Moschee und mit seinen Brüdern spielt der Hulk Hogan. Ich bin, was ist los hier? Will jemand was mitbestimmen oder was? Ja, in der Moschee ist er der Stärkste. Und es gibt manche, die sind genau andersrum. Ja, wenn er draußen ist, ist er wie ein Hase, wie eine kleine Maus. Wenn er nach Hause kommt, der kommt rein und khalas, der ist der Rambo. Warum? Weil er hat da eine schwache, zierliche Frau, ja, kleine Kinder. Da kann er ja nie ungerecht sein. Und diese Familien, egal ob das so rum oder so rum ist, Wallahi, die sind nicht glücklich. Und so eine Ehe endet auch nie gut. Und da kann auch keine Harmonie sein und keine Liebe, richtige Liebe sein. Und möge Allah uns davor bewahren. Der Mann ist dazu verpflichtet, liebe Geschwister, ist dazu verpflichtet, darauf zu achten, wo er lebt, wo er diese Familie großzieht, wo er diese Familie, yani mit dieser Familie lebt, in welcher Gesellschaft er sich befindet. Also eine Pflicht von Allah Azza wa Jal, dass er darauf achtet und dass er nicht seine Familie irgendwo leben lässt, wo um ihn herum sehr viel Unheil ist. Das ist eine Pflicht für den Ehemann. Für den Vater darauf zu achten, wo man lebt. Gibt es dort Moscheen, gibt es Muslime, gibt es Koranschulen, kann man Arabisch lernen und so weiter. Darauf muss ein Mann unbedingt achten. Und das ist eine Pflicht, die ihm Allah Azza wa Jalla auferlegt hat. Natürlich sollte der Mann ganz besonders natürlich von vornherein es irgendwie anvisieren, Hijra zu machen und schon zu planen. Und die Frau sollte ihn dabei unterstützen. Ja? Es gibt leider viele, yani, Familien, wo der Mann sagt, ja, ich würde gerne yani, in mein Land zurück oder nach Mekka oder irgendwo in ein islamisches Land, damit die Kinder yani, beschützt werden vor diesem Übel hier. Und die Frau sagt ihm niemals. Gibt es für sehr viele, ich kenne viele Brüder, die das Problem haben. Und was ist für eine Familie yani? Du sagst A, die sagt B. Oder andersrum. Oder die sagt ihm, erst wenn ich einen deutschen Pass habe und erst wenn wir 100.000 oder 200.000 haben oder 4 Etagen oder was auch immer. Yani, wie gesagt, so eine Ehe kann nicht gut funktionieren und so eine Ehe wird Allah Azza wa Jalla auch nicht einen hohen Stellenwert haben. Eine wichtige Sache noch oder ein Rat, das sind ja yani allgemein yani viele Ratschläge,
die natürlich auch für mich an erster Stelle sind und für uns alle, für die Gläubigen, dass man auch die Zeit ausnutzt, in der man keine Kinder hat. Weil man muss wissen, eine Sache muss man unbedingt wissen, sobald Kinder da sind, sobald Allah Azza wa Jalla die Kinder gegeben hat, ist deine Zeit viel weniger, die du hast. Ja, deine Zeit, deine Energie wird weniger, weil die Kinder werden immer krank, Arzt, einkaufen, dies, das, ist normal. Und für die Ehefrau ganz besonders. Deswegen soll der Mann, bevor er heiratet, beziehungsweise wenn er heiratet, soll er versuchen, diese erste Zeit, diese erste Periode auszunutzen. Auszunutzen, indem man was? Indem er der Mutter deiner eigenen Kinder, dass du ihr beibringst, was sie ihren Kindern beibringt. Lass deine Frau Arabisch lernen. Lass deine Frau Koran lernen, weil die meiste Zeit wird die Mutter mit den Kindern verbringen, nicht du. Du wirst arbeiten, du wirst dies oder jenes. Und deine Frau, die wird deine Kinder erziehen. Deswegen soll man natürlich allgemein auch wenn man Ausschau hält nach einer Ehefrau, nach einem Ehemann, auf diese Sachen besonders achten. Aber wenn man geheiratet hat, soll man unbedingt versuchen, diese erste Zeit, die ersten Jahre, das erste Jahr, das zweite, das dritte, solange noch keine Kinder da sind, diese Zeit unbedingt ausnutzen, indem man Arabisch lernt, Koran lernt, ja? Und ganz besonders die Ehefrau auch. Nicht nur, dass du das lernst. Ja? Dass man unbedingt der Mutter diese Sachen beibringt, damit die dieses weitergeben kann an die eigenen Kinder. Auch soll man zum Beispiel der Ehefrau Aufgaben geben. Ja? Das ist auch eine wichtige Sache, dass man der Ehefrau Aufgaben gibt. Weil ja, niemand hat viel Zeit. Ja? Wenn man verheiratet ist und die Frau ist zu Hause, sie hat viel Zeit. Entweder beschäftigst du sie und sie beschäftigt sich mit Gutem, oder die Nifs wird sie dazu führen, sich mit Schlechtem zu beschäftigen, mit Filmen, mit keine Ahnung was. Ja? Deswegen, Jani, musst du die beschäftigen, dass du ihr zum Beispiel, du gehst zur Arbeit, sagst du ihr, inshallah, ich möchte, dass du gerne 10 Seiten Koran am Tag liest. Pflicht. Ja? Und dann soll die nicht sagen, nee, ich kann das nicht für dich machen, so, nein, du musst mir gehorchen. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst etwas machen, was haram ist, sondern etwas, was Allah wohlgefällt. Ich möchte, dass du 10 Seiten Koran am Tag liest. Oder 20 Seiten am Tag. Damit die einmal im Monat Koran fertig gelesen hat. Was passiert dadurch? Sie lernt Koran lesen. Ja, ihre Rezitation wird besser. Ja, sie wird davon lernen, mehr Koran auswendig zu lernen. Und die wird natürlich ihr Iman damit auch steigern. Dass du ihr sagst, lese so und so viele, Seiten am Tag, ein Hizb oder ein Juz. Ja, also 10 Seiten, 20 Seiten ungefähr sind das. Dass man auch zum Beispiel eine gemeinsame Sache macht, dass man vereinbart, dass man jeden Abend zum Beispiel 3 Hadithe oder 5 Hadithe oder 10 Hadithe zusammenliest in der Familie. Dass man eine Sitzung macht, ganz kurz, Allah gedenkt, und ganz kurz ein paar Hadithe liest aus Riyad Salihin oder Sahih Bukhari oder sowas. Das ist auch eine wichtige Sache in der Ehe. Eine weitere große Pflicht, besonders für den Ehemann, liebe Geschwister, ist, dass der Mann darauf achtet, dass keine Abscheulichkeiten und Übel in das Haus reinkommt. Ja, und dass er dieses Haus davor bewahrt. Und ganz besonders, und bei den meisten Menschen, ist es der Fernseher, TV. Ja, ist wirklich ein großer Übel für die meisten Menschen. Es gibt manche Menschen, die können damit umgehen. Die wenigsten. Ja, dass sie das wirklich, die machen das an und schauen dann vielleicht so islamische Programme, Koran oder Hadith. Da gibt es ja viele so, oder einige gute Kanäle. Oder vielleicht so, sag ich mal, ab und zu mal wissenschaftliche, aber im Großen und Ganzen ist das ein Übel, ein Satan, was da rauskommt. Ja, und macht viel, schadet sehr, sehr oft dem Charakter der Menschen. Schadet sehr, sehr oft dem Charakter der Kinder, dieser Fernseher. Auch der Frau, ja, die bekommt die sehen oft diese Filme und diese Episoden, diese brasilianischen Filme und manchmal sind es, keine Ahnung, Hollywood, Bollywood und so, ihr wisst ja nicht die Sachen. Und das, da lernen die sehr, sehr viel Übel. Und da kommt sehr, sehr viel in das Haus rein, was Allah Azza wa Jalla verabscheut. Deswegen muss der, und auch natürlich in unserer Zeit, natürlich auch das Internet ist auch sehr, sehr gefährlich. Und ganz besonders den Kindern gegenüber muss man aufpassen. Und auch in der Ehe, diese Probleme mit Facebook und so, da muss man wirklich aufpassen, weil da wirklich sehr, sehr viel Schaden reinkommen kann. Ich habe gehört, dass bei den Kuffar, dass sie sagen, dass eine Großzahl und irgendwie 30% oder 40% der Ehen momentan scheitern wegen Facebook. Ja, habe ich ehrlich gehört. Und warum? Ist ja normal, der geht da rein und der sieht schöne Fotos und schreibt mit der und schreibt mit der und dann und so weiter. Und es geht dann weiter und dann ein Treffen und dann nach dem Treffen, Sinner mit der gemacht und Sinner mit der und dann irgendwo. Und es ist ja normal, dass diese Ehen dann kaputt gehen.
Und dann sollen wir natürlich als erstes aufpassen, weil bei einem Ungläubigen, yani, es gibt keine größere Sünde als, als ungläubig zu sein, deswegen macht das bei denen nicht mehr viel aus. Aber bei uns macht das viel aus, ob du yani, so große Sünden dann machst oder nicht. Deswegen muss man yani, unbedingt Acht nehmen, was man zu Hause hat, was man zu Hause reinlässt, auch Personen. Yani, wenn du siehst, dass man achtet, welche Personen kommen in mein Haus, welche Freundin hat meine Frau, mit wem hängen meine Kinder rum, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man, worauf man achten muss und wo man auch mitbestimmen muss. Diese Freundin nicht. Wenn du Sachen, schlechte Sachen siehst, ja, die zieht sich schlimm an, die hat schlechte Gedanken, schlechte Sachen, verbietest du deine Frau, mit dieser Frau Kontakt zu haben. Ja, natürlich nicht, wenn die rechtschaffen ist, diese andere Frau, aber wenn du siehst, dass sie eine schlimme Frau ist zum Beispiel. Und genauso mit den Kindern auch. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, liebe Geschwister, womit wir auch sehr, sehr große Probleme haben heutzutage, ist eine Sache. Und zwar die Beziehung zu der Familie, zu den Schwiegereltern. Das ist eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Problem, was wir heutzutage haben. Und ihr wisst ja nicht oft, wie das ist, dass oft Streit ist zwischen Tochter, also Ehefrau und Schwiegermutter und andersrum und so weiter. Ja? Und subhanallah, sehr, sehr viel Streit zwischen diesen Personen ist. Und das ist auch eine Sache, yani das, worauf wir yani unbedingt yani uns davon ändern müssen. Weil yani du musst damit so umgehen, egal ob deine Frau, yani ihre Eltern Ungläubige sind oder Aleviten sind, irgendwelche Kuffar oder Fusaq, also Übeltäter sind oder was auch immer, dass du trotzdem versuchst, dass ihre Eltern mit ihr zufrieden sind. Weil yani, damit sie ins Paradies kommt, hängt das davon ab, ob ihre Eltern auch mit ihr zufrieden sind. Ob sie wie sie zu ihren Eltern ist. Und andersrum auch. Deswegen muss auch die Frau darauf achten, dass die Eltern von ihm zufrieden mit ihm sind. Und deswegen, dass man versucht, die trotzdem yani, das zu unterstützen, auch wenn die schlecht sind, auch wenn die ungläubig sind, dass du trotzdem versuchst, yani, diese Beziehung irgendwo aufrechtzuerhalten, sich gegenseitig besuchen, Geschenke geben und so weiter. Auch wenn es eine Käfira ist, nicht weil sie es ist. Nur für deine Frau machst du das. Nur für den Ehemann machst du das. Ja, dass man ja nie trotzdem gut ist zu den Schwiegereltern, die trotzdem besucht und so weiter, damit ja nie diese mit dem eigenen Sohn, mit der Tochter zufrieden sind. Und ja nie, normalerweise, einer, wenn einer seine Frau liebt, der wünscht sich ja, dass seine Frau auch ins Paradies kommt. Deswegen soll er auch darauf achten, dass ihre Eltern mit ihr zufrieden sind und andersrum. Eine besondere Sache in der Ehe ist, dass man im Allgemeinen versucht, einen schönen Charakter zu haben. Und da zeigt sich das am meisten. Weil du bist am meisten mit dieser Person zusammen. Deswegen soll man unbedingt stark darauf achten, was man für ein Benehmen hat. Und dass der Ehemann zum Beispiel auch darauf, dass man allgemein ja nie großzügig ist. Ja? Und das ist eine wichtige Sache für den Ehemann. Weil allgemein alle Menschen, Kuffar oder Muslimin, die hassen geizige Leute und Allah sowieso. Ja, verabscheut geizige Menschen. Und das ist eine Eigenschaft der Heuchler. Wie Allah im Koran sagt. Deswegen yani, soll er versuchen, der Mann, und das ist eine Sache auch, wo die Frauen am meisten irgendwie diese Sache oder diese Eigenschaft von einem Mann verabscheuen. Ja, und seinen Charakter verabscheuen, wenn ein Mann geizig ist. Und Allahu a'lam, ich weiß gar nicht, warum er geizig sein sollte. Yani, warum sollte ein Mann geizig sein? Seiner Familie gegenüber. Das sind seine eigenen Kinder, subhanallah. Du hast sie zur Welt gebracht. Das ist seine Frau. Und wenn du da spendest, subhanallah, der Prophet sagte, die größte Spende bei Allah, die Spende, die Allah am meisten liebt und am meisten belohnt, ist die Spende für deine eigene Familie, für deine Frau und deine Kinder. Und wenn du für deine Frau einkaufen gehst, für deine Kinder was kaufen gehst, das ist eine Spende bei Allah. Und das ist nicht nur bei Allah irgendeine Spende, das ist die beste Spende bei Allah. Deswegen soll man versuchen, großzügig zu sein, soll man versuchen, geduldig zu sein, weil du wirst von dem anderen auf jeden Fall Sachen sehen, die dir nicht gefallen. Und natürlich wird auch die andere Person Eigenschaften bei dir sehen, die dir nicht gefallen. Aber Allah hat es im Koran gesagt und Muhammad im Hadith. Und wenn dir eine Eigenschaft bei deiner Frau nicht gefällt, wird dir eine andere Eigenschaft dafür gefallen. Na, also dass man unbedingt, wie gesagt, ein schönes Benehmen hat. Dass man nicht zu viel diskutiert. Ja, dass man versucht, nicht Shaitan reinzulassen in eine Ehe und in eine Familie. Und der Hadith vom Prophet sallam, authentisch, sagte der Prophet sallam, welche Frau ihren Mann zornig macht, also die Frau, die ihren Mann
zürnt, zornig macht, über die ganze Nacht. Er geht schlafen und ist sauer auf sie. Der Prophet sagte, die ganze Nacht werden die Malaika, die Engel, werden sie verfluchen, diese Frau. Subhanallah. Die Engel, die Lieblinge von Allah, die nahestehenden von Allah, die verfluchen die Frau, die ihren Mann ins Bett gehen lässt und er ist sauer auf sie. Deswegen soll man versuchen, auch wenn man Streit hat zum Beispiel, dass man nicht den Streit so, jeder hat, so ist hartnäckig und hat so einen Stahlkopf und man möchte, du wirst schon sehen, ich werde mich nicht entschuldigen. Und die denken das auch und es geht weiter so. Ja? Und das sollte man nicht sein. Warum? Subhanallah. Aus einem einfachen Grund. Du machst selber Fehler. Du bist ein Sündiger. Und jeder von uns kennt sich am besten und jeder weiß, wie viele Sünden wir am Tag machen. Du willst doch selbst, dass Allah dir vergibt. Du wünschst dir, dass Allah dir vergibt. Dann sei auch du selber bereit, anderen zu vergeben. Wobei es ja sowieso nicht unbedingt geklärt ist, wer der Schuldige ist. Aber im Allgemeinen, du möchtest, Allah dir vergibt, so sei auch du bereit zu vergeben. Und auch, dass man unbedingt Geduld übt, in einer Ehe oder in einer Familie. Und besonders auch in schweren Zeiten, weil eine Ehe oder eine Familie immer durch dick und dünn geht und gute und schlechte Zeiten miteinander hat. Zuletzt noch. Zuletzt noch ist eine sehr, sehr wichtige Sache, ein letzter Rat von mir, liebe Geschwister, dass wir eine Sache machen. Wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Pflichten, und die man gegeneinander hat in einer Ehe. Sehr, sehr viele Pflichten und Rechte. Ja? Aber es ist die Zeit ist viel zu kurz, um alle diese zu erwähnen. Und viele Ratschläge, die uns der Prophet gesagt hat und die uns auch die Sahaba beigebracht haben, sehr, sehr viele Sachen, die auch im Haus vom Propheten passiert sind mit seinen ganzen Ehen, mit seinen ganzen Frauen. Die Zeit lässt es nicht zu. Aber man sollte versuchen, ein bisschen, besonders wenn man heiratet, soll man versuchen, sich ein paar Vorträge anzuhören. Wäre natürlich besser, wenn man Arabisch versteht, von Gelehrten, sich Vorträge anzuhören über eine harmonische, eine glückliche, eine gesegnete Ehe im Islam, beziehungsweise auch Hadithe darüber lesen oder ein Buch darüber kaufen, über dieses Thema und sich darüber informieren, sowohl Mann als auch, damit man eine Ehe führt und eine Ehe aufbaut, die Allah und seinen Gesandten lieben und Allah und sein Gesandter lieben diese Ehe. Ja? Warum? Dann, wenn diese Ehe gesegnet ist, Mubaraka ist und Allah liebt diese Ehe, wird diese Ehe inshallah dahin kommen, wo sie hingehört, zu Allahs Gärten, zu Allahs Paradies. Und das wünschen wir uns alle und wir wünschen uns alle, dass Allah uns allen einen Besuch schenkt, dass wir den Prophet und seine Familie besuchen dürfen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Möge Allah Azza wa Jalla, wie gesagt, noch einmal diese Ehe von unserem Bruder und unserer Schwester segnen. Möge Allah ihnen rechtschaffene Kinder geben und zwischen ihnen Barmherzigkeit und Liebe vermehren. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Brüder, die nicht verheiratet sind, unsere Schwestern, eine gesegnete und eine rechtschaffene Frau bzw. einen rechtschaffenen Mann schenken. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Und ich bitte um Verzeihung, da ich wieder mal zu lang gesprochen habe.